So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier bei Stardew Valley im siebten Tag des Sommers des ersten Jahres sozusagen. Ja, wir sind hier natürlich wieder in unserer netten kleinen Hütte in Sterntautal, glaube ich, nennt sich das. So, was sagt das Wetter denn eigentlich heute? Beziehungsweise für morgen. Es wird morgen den ganzen Tag regnen. Das ist gut, dann brauchen wir morgen nämlich nicht zu gießen. Dann, was sagen liebe Geister? Diese Geister sind heute sehr gut drauf. Und die Königin der Soßen ist mal wieder da. Okay, das Gericht der Woche. Gebackener Fisch. Immer wenn ich dieses Gericht hier zu Hause zubereite, werden meine Katzen total verrückt. Ich brauche einen zweiten Koch alleine dafür, sie davon abzuhalten, sich einen Bissen zu genehmigen. Stell einfach sicher, dass der Fisch frisch ist, vorzugsweise selbst geangelt. Jetzt sieh her, wie ich den Fisch auf diesem Brett, auf diesem Bett. Okay, sollte wohl Brett eigentlich heißen. Auf diesem Bett voller das Bett voller Frühlingsgemüse. Anrichter ist schon richtig geschrieben. So, gelernt, wie man gebackenen Fisch zubereitet. Okay, so. Erstmal kann das Ding hier mal da rein. Und dann brauchen wir die Gießkanne. Ne? Das, Gott sei Dank müssen wir das morgen nicht machen. Spare ich mir da den Gang und kann morgen mal wieder in die Mine. Beziehungsweise ich müsste mal gucken für Sommer, wenn es geregnet hat, wie wo wir da dann den Fisch herkriegen. Oh, hier ist die Radieschen sind hier fertig. Guck mal an. Zack, 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 zack. So. Die Musik ist immer so schön entspannt hier in dem Spiel. Ich mag das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist tatsächlich ein sehr schönes, entspannendes Spiel. So im Vergleich zu den ganzen anderen Spielen, die ich sonst immer spiele, wie Assassin's Creed oder Final Fantasy und so. Wo es ja mehr um Action und eine mega geile Story geht. Hier geht es einfach um gutes, altes Farmleben. So. Gut. Was sind das denn eigentlich? Gemüse. Gemüse war hier drin. Naja, genau. 1, 2, 1. Und die 2 gehen damit rein. Dann haben wir das schon mal verkauft. Ja, hier haben wir noch nichts, wie man sieht. Kein neuer Dings angekommen. Gut. Alles klar. Wir müssen allerdings erstmal die Geode brauchen wir. Die müssen wir ja Dings geben. Noch. Und ja. Und wir sollten ein paar Blümchen mitnehmen. Nehmen wir eine Pulpe mit. Weil ich kann ja Penny jetzt wieder ein Blümchen tränken. Und das sollten wir auch machen. Um ihr Vertrauen da ein bisschen zu verbessern. Wie soll ich an diesen Brief da rankommen? Da hinten rankommen. Ich schaffe das, Herr Mulder.
Schubs weg. Hier, bitteschön. Ich hätte das auch selbst geschafft. Und ich kann mich auch sicherlich alleine bewegen. Für die zerbrechlich... Was? Für wie zerbrechlich hältst du mich? Livus, du hast uns beobachtet? Hab ich. Das war sehr nett von dir, Penny. Du hättest ihn in Ruhe lassen sollen. Jetzt ist er beleidigt. Ich spaziere nur etwas herum. Hab ich. Du warst sehr nett von dir. Danke. Ich wünsche nur, George wäre nicht so aufgebracht. Ich wollte nur helfen. Tut mir leid, Fräulein. Ich hätte nicht so wütend werden sollen. Es war eigentlich ziemlich nett, dass du mir geholfen hast. Schon in Ordnung, Herr Mulner. Ich verstehe es. Es muss schwierig sein, alt zu werden. Ich denke lieber nicht darüber nach. Es ist einfach ein anderer Lebensabschnitt. Deswegen sollten wir Respekt vor den Alten haben. Ich würde lieber jung sterben. Oh, das ist schon hart. Es ist einfach ein anderer Lebensabschnitt. Du hast recht. Wir sollten die Realität des Alterns nicht ignorieren. Je eher wir uns mit unserer Sterblichkeit abfinden, desto mehr Zeit können wir vom Hier und Jetzt verbringen. Wohl wahr. Nun, es war interessant, mit dir zu reden, Livus. Ich sollte gehen. Ah. Ein paar kleine Sequenzen sind auch schön. So, Aushilfe gesucht, damit die Kunst des Angels nicht in Vergessenheit gerät. Ich zahle 90 Gold an jeden Angler, der mir drei Gotteslachs fängt. Nehmen wir mal an. Glaube ich zwar nicht, dass ich das jetzt machen kann, aber hey. Apropos, wo ist sie eigentlich? Nur mal so ganz doof. Okay, hier drin ist er nicht. Das war der Bürgermeister. Dann gehen wir mal kurz zu Clint. Geoden aufbrechen. Okay, drei Kohle. Ein Eisenerz und einen zwergischen Helm. Habe ich den? Ja, den habe ich sogar schon. Den zwergischen Helm. Aber ich guck trotzdem mal hier rein. Nee, okay. Sie sitzt nicht da drin. Ach scheiße, ich habe keine Dings mitgenommen. Ja, dann lasse ich das kurz in Ruhe. Die Fischreuse. Wann ist eigentlich das nächste Fest? Nur mal so. Am Donnerstag mit dem Luau. Okay. Das sollten wir hinkriegen. Sollten wir hinkriegen. So, dann schmeiße ich den Zwergenhelm da mit rein. Ach, Exo. Doch nicht auf dem Beet rum spazieren. Nein. So. Okay, dann gucken wir mal.
Kohle. Genau. Die Mauer steht. Wiener 1. Im Grunde brauche ich nur noch verbessertes Werkzeug, um diese ganzen großen Steine, Baumstümpfe, der umgefallene Baum und so hier wegzuhauen. Und dann haben wir das dahingehend alles. Was auch immer hier eins war, es sind noch nur noch Ruinen übrig. So. Genau, so den muss ich auch noch weghauen. Okay, was machen wir denn heute? Was machen wir? Da fehlt mir Ahornsirup. Ja, ich könnte jetzt mal schnell hier den nehmen. Komm, wir angeln eine Runde. Das wär's doch. Ne? Wir angeln mal wieder eine Runde. Beziehungsweise, ich müsste mal gucken. Thunfisch aus dem Ozean bräuchten wir noch. Genauso wie den Kugelfisch. Jetzt ziehen wir gleich mal hier das mit raus. So, die Dings. Die komische Muschel da, die lassen wir da einfach. So. Einfach mal gucken, ob wir da was kriegen. Weil ich brauch ja, wie gesagt, ein paar Fische noch für das Gemeinschaftszentrum. Meine Güte, komm schon. Kugelfisch oder Thunfisch oder sowas bräuchte ich noch. Und keinen Müll. Na komm. Und es ist eine Flunder. Eine Goldflunder. Also mit Goldbewertung. Es liegt auf dem Boden, sodass beide Augen auf dem Kopf sind. Hey. Halleluja. Da ist er, der Thunfisch. Und wir haben ein Amphibienfossil gefunden. Komm, das bringen wir weg. Und auch den Thunfisch. Einfach damit wir Dings direkt das auch haben. Ich habe jetzt auch keine Lust hier doof alles im Inventar zu behalten. So, ich möchte spenden, und zwar dieses hier. Ja,
So, Amphibienfossil. Die relativ kurzen Hinterbeine liegen nahe, dass es sich um eine Art urzeitliche Kröte handelt. Okay. Alles klar. So, und dann der Thunfisch, der kann dann nach oben. Und dann könnte ich gleich mal gucken, ob ich oben auch noch die kurze Zeit habe, mir eventuell einen Stör zu angeln. Obwohl, wir gehen erst nach oben, gucken nach dem Stör und geben es dann später ab. Aus einem einfachen Grund, es ist ja gleich schon 18 Uhr ist es jetzt. Das heißt, wir haben natürlich dementsprechend nicht mehr allzu viel Zeit. So, so und zack. Ja. So, komm. Es ist ein Kaulbarsch. Toll. Müll. Okay, einmal versuch's noch. Ansonsten. Das wird wieder ein Kaulbarsch sein. Von der Bewegung her sieht man einfach, dass es ein Kaulbarsch ist. Uncool. Uncool, uncool, uncool. Aber okay. Dann soll's nicht sein. Dann soll's halt nicht sein. Wir geben aber trotzdem noch den Thunfisch ab. Der, glaube ich, hier, genau, hier rein muss. Thunfisch. Flunder. Ich muss mal gerade gucken. Flunder, Dings. Eigentlich nichts, was noch auf der Liste steht. Schade. Schade, schade, schade. Okay. Dann gehen wir einmal zurück. Ich habe ein bisschen Müll, was in den Müllverwertler da rein kann. Ne? Okay, die Dose will er nicht haben, dann weg damit. Ein Fisch davon auf jeden Fall. So. Kaulbarsch und eine Goldflunder. So, den Kaulbarsch habe ich zweimal, die Dingsflunder habe ich zweimal. Das heißt, das beides geht dahin. Da geht der hin. Zack, zack. Ja komm, weg mit dem Müll. Zack, zack. Und dann ab ins Bett. Tag 7, Sommer. Ja, 1, was wir nochmal 567. Gold einbringen. So. Und dementsprechend würde ich sagen, war es das auch für diese Folge. Wir haben sogar die 4000 zusammen. Also ich glaube, ich werde dann, bevor wir in die Mine selber gehen,
den Hühnerstall in Auftrag geben. Das wäre, glaube ich, vielleicht eine schlaue Idee. So dass wir dann direkt den Hühnerstall auch haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein bei Stardew Valley und Tag 8 im Sommer, Jahr 1.